heutigen Thema, wenn's kracht, Konflikte unter Kindern konstruktiv und einfühlsam begleiten, mit Matthias Schäfer greifen wir das Thema der Konfliktbegleitung auf. Wo Menschen zusammenleben, entstehen Konflikte, ganz automatisch. Ohne Konflikte gibt es kein gleichberechtigtes Zusammensein. Gerade in der Kita, wenn die Kinder noch am Anfang ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung stehen und Empathie noch eher schwierig ist, entstehen tagtäglich eben, wie gesagt, kleinere und größere Konflikte. Zum Abschluss des Trimesters möchten wir uns daher die Frage nach dem konstruktiven und einfühlsamen Begleiten von Konflikten zwischen Kindern stellen, bevor wir dann nach der Sommerpause mit unserem neuen Thema Zusammenarbeit mit Familien im September einsteigen. Ich freue mich, heute Matthias Schäfer begrüßen zu dürfen und stelle ihn kurz vor. Herr Schäfer ist systemischer Coach und freiberuflicher Referent für Kinderbetreuungseinrichtungen. Seine Schwerpunkte sind Leitungscoaching und Teamentwicklung, Partizipation, Kinderrecht und Kinderschutz, Konzeptentwicklung und Qualitätsmanagement, offenes Arbeiten sowie die Zusammenarbeit mit Familien. Gerne können Sie all Ihre Fragen und Anmerkungen zum heutigen Vortrag in den Chat stellen. Diese werden wir im Anschluss in dem Fachgespräch aufgreifen. Die Präsentation von Herrn Schäfer senden wir Ihnen wie immer im Nachgang zu und Sie können sie auf der Homepage vom FFB dann runterladen. Ich wünsche uns einen interessanten Vortrag und übergebe nun das Wort an Herrn Schäfer. Ja, vielen Dank, Frau Watzlawick, und auch ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich, dass ich in ja auch so großer Runde etwas über dieses Thema sagen kann und werde jetzt gleich mal meine Präsentation freigeben, um Sie in das, was ich in der nächsten ungefähr Dreiviertelstunde vorhabe, sehen können. Ich blende noch das Fenster aus, damit da kein grauer Rahmen ist. Was ich mir vorgenommen habe, dadurch, dass das Thema Konflikte und wie man Konflikte begleitet, sehr viel mit einem selbst zu tun hat, würde ich gerne einen kurzen biografischen Einstieg machen. Ich habe Ihnen einen Film mitgebracht, den ich Ihnen in drei Teilen zeige und dazwischen immer mal dann auch Sie gerne einbeziehen möchte. Das heißt, ich werde Ihnen immer mal Fragen stellen, die Sie dann über den Chat auch beantworten können. Und zumindest, wir sind jetzt sehr viele Menschen, versuche ich einige Dinge dann auch einzubeziehen. Ich möchte mich dem Begriff Konflikt nähern, auch ein bisschen von der theoretischen Seite. Was mir wichtig ist, es ist ja in den letzten Zeit oder in den letzten Vorträgen bei Forum Ampuls sehr stark auch die entwicklungspsychologische Perspektive eingeflossen. Ich werde nur kurz darauf eingehen. Ich würde gerne eher heute dieses Thema theoretisch auch von der Seite der Perspektive der Konfliktforschung beleuchten. Ich selbst bin Mediator, habe sowohl im Bereich der Erwachsenen als auch der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mediiert und würde gerne da genauer mal hingucken und entsprechend dann auch zu Handlungsstrategien für Fachkräfte kommen und freue mich dann, wenn wir zum Schluss noch in einen Gesprächsaustausch kommen. Fangen wir mal an und schauen Sie erstmal auf sich selbst. Im Chat wurden ja schon ein paar Konflikte genannt, die Kinder haben. Mir geht es jetzt wirklich erstmal um Sie und zwar einfach deswegen, um mal uns selbst als Erwachsene da auch in den Spiegel zu Kindern zu stellen, denn im Alltag ist es umgekehrt. Benutzen die Kinder uns als Spiegel und es ist immer ganz gut, etwas über das eigene Konfliktverhalten zu wissen, wenn man Kinder begleiten will, denn Kinder gucken ganz genau hin, wie wir vorgehen.
Welche Emotionen hatten Sie denn bei diesem Konflikt, den Sie sich vielleicht jetzt gerade vorstellen, ein Konflikt, der heute, gestern, in der letzten Woche, im letzten Monat Ihnen noch sehr präsent ist? Welche Emotionen hat er ausgelöst? Und wie bewerteten Sie das Verhalten der Personen, die mit Ihnen im Konflikt waren? Also inwieweit hat der Konflikt direkt zu einer Bewertung von einer Person geführt und wie stark hat diese Bewertung diese Person betroffen, obwohl Sie vielleicht die Person auch in anderen Situationen kennen? Welche Interaktionen oder Reaktionen haben Sie besonders beeinflusst? Wir alle haben so eigene Knöpfe. Das heißt, das sind solche Dinge, Worte, das sind aber manchmal auch nur ein Augenaufschlag, ein Grinsen, was auch immer, die uns wahrlich an die Decke bringen und von daher dann sozusagen den Konflikt noch weiter schüren. Auf diese Knöpfe reagieren wir ganz stark, auch beispielsweise in Konflikten mit Kindern. Und wie bereit waren Sie in der Situation selbst zu einer unmittelbaren Konfliktlösung? Konnten Sie in der Situation auch die Konfliktpartei, die beteiligten Konfliktpersonen, schon direkt den Konflikt lösen? Konnten Sie miteinander wieder auf eine andere Haltung zueinander kommen, in einen anderen Interaktionsmodus miteinander kommen? Das gibt so eine erstmal nicht auf Kinder bezogene, sondern eine allgemeine Definition von Konflikten, eben eine Unvereinbarkeit im Denken und Fühlen und Wahrnehmen, die von mindestens einer Person als Beeinträchtigung erlebt wird. Das war natürlich schon bei der ersten Szene, wo das Kind die Kette über den Kopf bekommen hat. War das natürlich schon gerade im Fühlen eine Beeinträchtigung in dem Moment für das Kind. Es hat ja auch entsprechend geweint. Spannend war seine Reaktion, dass es eigentlich demjenigen, der ihm die Kette über den Kopf gehauen hat, erstmal die Flasche angeboten hat zum Spielen. Bei der zweiten Situation war es schon was ganz anderes. Also da war ja auch noch recht deutlich, dass da nicht nur eine Unvereinbarkeit im Fühlen da waren, sondern sicherlich auch im Denken, nämlich in dem Besitzdenken, hier diese Röhre, das ist meine, die habe doch ich gehabt. Und entsprechend hat das Kind auch da schon viel heftiger reagiert. Wie wir eine Situation bewerten, hat sehr, sehr viel damit zu tun, welche Assoziationen wir selbst zum Thema Konflikt haben. Wie stark erleben wir Konflikte als eben Beeinträchtigungen? Wie ist unser eigenes Annehmen von Konflikten oder Umgehen mit Konflikten. Und das hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun, wie wir selbst als Kinder in unserer Aufwachsensgeschichte Konflikte erlebt haben, vorgelebt bekommen haben, wie wir sie in unserer Umwelt wahrgenommen haben. Und wir können auf der emotionalen Ebene so von zwei Polen ausgehen, die häufig bei Konflikten bestehen, eben eher so diese Ebene der Angst oder diese Ebene des Ärgers, je nachdem, was auch in einer bestimmten Konfliktsituation überwiegt, reagieren wir. Und wie gesagt, warum ich das auch in dem Vortrag hier voranstelle, ist, dass unser eigenes Konfliktverhalten, wie wir selbst als Erwachsene mit Konflikt leben, was wir selbst in unserem Aufwachsen erlebt haben, in die Bewertung von Konflikten oder Situationen, die wir als Konflikte bewerten oder eben nicht bewerten, eben stark einfließt. Diese Polarität ist nochmal differenzierter, wenn wir dann hingucken. Wir entwickeln mit der Zeit Konfliktstile. Es wird so in der Theorie werden fünf
Konfliktstile unterschieden, und zwar demnach eben, wie stark auf der einen Seite die Orientierung der Ziele an mir selbst oder an der Gegenpartei da ist. Also das heißt, die Orientierung an der Gegenpartei ist in der Achse ganz rechts. Die Orientierung an mir selbst ist im Prinzip in der Mitte, oder auch die Orientierung an meiner eigenen Durchsetzung. Entschuldigung, ich habe es eben kurz falsch erklärt, an der eigenen Durchsetzung. Da sieht man hier schön den Hai, der im Prinzip im Wesentlichen eigentlich vollkommen egal ist, die Ziele der anderen Person, sondern nur seine eigene im Ziel hat, im Sinn hat, gegenüber dem Hasen, der genau umgekehrt im Prinzip denkt. Das Ganze ein bisschen übersetzt auf die Praxis auch mit Kindern. Habe ich ein eher in mir ein vermeidendes Konfliktverhalten? Also bin ich eher so jemand, der Konflikten aus dem Weg geht, der möglichst keine Konflikte erleben will? Kann es mir natürlich passieren, kann, also das sind nur Beispiele, passieren, dass ich vielleicht einen Konflikt gar nicht wahrnehme oder ihn bagatellisiere. Vielleicht Kinder auch sagen, naja, jetzt hab dich doch nicht so, ist doch nicht so schlimm. Vielleicht ins Lächerliche ziehen, das wäre natürlich dann wirklich der Worst Case. Aber das ist natürlich etwas, was schnell passieren kann, wenn ich selbst im Vermeiden drin bin oder wenn ich eher so der starke Konflikttyp des Durchsetzens bin, wo ich vielleicht dann auch zu stark eingreife, wo ich vielleicht die Person bin, die dann, bevor ich den Kindern die Möglichkeit gebe, selbst Lösungen zu finden, sehr stark in die Situation hineingehe. Bin ich so eher dieser Typ des Nachgebens? Fordere ich vielleicht Kinder eher auch zum Nachgeben auf, und versuche im Prinzip schneller bei der Person, die eventuell die schwächere Position hat, zu erreichen, dass sie aus dem Konflikt rausgeht. Dieser Kompromiss, dieser Fuchs, das sind häufig die Dinge, die wir am positivsten auch mit betrachten, wobei es häufig bei den Kompromissen so ist, dass im Prinzip jeder was weggeben muss oder auf etwas verzichten muss. Also gerade in Bezug auf Kinder, die für Kompromisse braucht man einen relativ hohen Abstraktionsgrad, auch ein Vorstellungsvermögen, dass man eventuell auch etwas davon haben könnte. Das ist, je jünger die Kinder sind, im Prinzip noch schwierig für die Kinder. Und hier natürlich das gemeinsame Gewissen gewinnen, wenn ich so in den Stielen wird es ja wie ein Delfin dargestellt, jemand bin, der eher auf der Ebene ist, dann suche ich vielleicht auch eher Möglichkeiten mit den Kindern, die allen Kindern letztendlich sie unterstützt. Ich würde gerne noch ein bisschen etwas ganz kurz über so Grundformen von Konflikten sagen. Das ist, stammt im Prinzip aus der Konfliktforschung, lässt sich aber relativ gut auf Kinder übertragen, denn auch bei Kindern ist es häufig so, dass so Ursachen häufig in der Abgrenzung zwischen Autonomie und Geselligkeit. Also ich will jetzt etwas für mich haben oder auch eine kleine Gruppe will etwas für sich haben und schließt jemand anderen aus. Das kommt dann bei älteren Kindern eher vor. Also diese Pole oder auch eben etwas Gewohntes haben wollen, behalten wollen. Das ist mir auf der anderen Seite, ich will etwas haben, also Neues oder Abwechslung haben. Ich nehme das weg, weil ich will was Neues haben, aber das hat halt eben gerade ein anderes Kind. Wir haben es im Chat ja eben schon mal gelesen. Da können Sie vielleicht solche Konflikte auch ein bisschen einsortieren, die Sie erlebt haben. Das ist natürlich nur eine Verallgemeinerung, aber das sind so häufige Formen von Konflikten, die auch letztendlich auch bei Kindern vorkommen. Und es ist häufig sinnvoll, auch für diejenigen, eben für die Fachkräfte, die dann den Konflikt begleiten, da ein Stück hinten dran zu schauen.
Geht es jetzt wirklich gerade um einen Verteilungskonflikt oder sind die Kinder eigentlich schon auf der Ebene eines Rollenkonfliktes, wo sozusagen dieser Gegenstand, der jetzt gerade in Streit der Verteilung ist, gar nicht der eigentliche Grund ist, sondern es eher mehr um Macht geht, um Chef sein, Chefin sein, so etwas. Oder ist vielleicht nur ein Wahrnehmungskonflikt da, dass ein Kind beispielsweise gar nicht mitbekommen hat, dass woanders vielleicht derselbe Gegenstand ist oder dass eben es vielleicht auch nur einen bestimmten Bereich dieses Spiels in dem Moment wahrgenommen hat und sich auf etwas konzentriert, was eventuell auch anders lösbar ist. Für uns ist es, wie gesagt, als Fachkräfte entsprechend wichtig, da auch zu sehen, dass diese Formen von Konflikten wichtige Lernbereiche für die Kinder sind. Also es geht hier nicht darum, sozusagen die Konflikte zu versuchen zu vermeiden. Und gerade wenn es um diese verschiedenen Ebenen geht, zu schauen, dass ich möglichst schnell es auch verhindere, es sei denn, da kommen wir nachher auch darauf gleich, sei denn, wenn es tatsächlich auch um Dinge geht, wo es um starke Gefährdung von Kindern geht. Wenn Sie gerade das mit dem Beziehungskonflikt angucken unter 5, diese Aussage, du bist nicht mehr meine Freundin oder mein Freund, ist eine Aussage, die Kinder vor allem dann treffen, wenn sie gerade in der Entwicklung von der Vorstellung von Freundschaft sind. Das heißt, das sagen die gerade zu den Kindern auch, zu denen sie Freund sind. Das zeigt nochmal, wie stark solche Konflikte letztendlich eigentlich zu dem Lernsetting der Kinder gehören und sie genau diese Ebene auch ausleben müssen und auch ausprobieren müssen, um letztendlich eine Vorstellung davon zu haben, zu differenzieren zwischen zum Beispiel dem Begriff Freund, Freundin oder nicht Freund, Freundin sein. Und das können sie nur im Tun. Das können sie nicht abstrakt vorher tun. Entsprechend gibt es so unterschiedliche Motive für die Kinder, eben sich kennenlernen, da entsteht häufig etwas ganz schnell in Konflikten, Gruppen, Freundschaften, bin ich schon drauf eingegangen, auch auf diese Rollen. Also ganz unterschiedliche Dinge, die in unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Kinder verschieden häufig und verschieden intensiv vorkommen und wir natürlich auch verschieden reagieren müssen dabei. Ich werde nachher noch mal kurz drauf eingehen. Ich habe vorhin gerade gelesen, so der klassische Beispiel in Gruppe, auch ein Kind beißt das andere Kind. Da ist natürlich ganz viel in dem Moment in der Entwicklung drin mit Grenzen austesten. Grenzen anderer testen, heraustesten, auch Reaktionen herausfordern beispielsweise. Und nicht tatsächlich etwas in den Konflikt, in einen Konflikt auslösen oder in einen Konflikt reingehen, sondern man nennt das instrumentelle Aggression. Da geht es darum, Reaktionen auch zu bekommen und was auch ein Konfliktmotiv immer mal wieder ist, ist eigene Bedürfnisse, eigene Gemütszustände sozusagen in einen Ausgleich zu bringen. Wichtig ist wirklich, gerade in Konflikten auch nicht Kindern sozusagen erklären, sie sollen Konflikte als Chance nutzen, sondern dass wir Konflikte, die Kinder untereinander haben, als Chance nutzen, um eben Kindern zu ermöglichen, in ein prosoziales Verhalten hineinzuwachsen. Wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, aus neuen Forschungen, dass die Kinder schon sehr früh, schon als Säuglinge, prosoziales Verhalten eher positiv bewerten als aggressives Verhalten, was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem aggressiv handeln. Also selbst wenn Kinder prosoziales Verhalten
als positiv bewerten. Handeln Sie in bestimmten Situationen unter Umständen trotzdem aggressiv? Gerade als junge Kinder sind das instrumentelle Aggressionen erstmal und das hat noch nichts mit Moral zu tun. Das heißt, Konflikt als Chance nutzen bedeutet für mich als Fachkraft, dass ich nicht in erster Linie, wenn ich einen Konflikt bei Kindern sehe, sozusagen Angst davor habe, wie könnte das eskalieren oder wo könnte das hinlaufen, sondern eher meine Reaktion darauf hin orientiere oder fokussiere, mit den Kindern gemeinsam, wenn sie meiner Unterstützung da dürfen in dem Moment, dann genau diese Chance zu nutzen und zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Ich finde dieses Zitat von der Frau Dietrich sehr gut, die heißt, wenn Konfliktfähigkeit als Kompetenz konstruktiv mit Differenzen zwischen Menschen umgehen. Also denken Sie an diese die Definition, das, was ein Konflikt ist, nämlich Differenzen in Interaktionen. Und dass dann im Prinzip die wesentliche Voraussetzung Kompetenz ist, im Prinzip Handlungsspielräume genau in dieser Differenzierung herauszufinden. Zu sehen und damit etwas zu tun. Und hier, dass eben entsprechend des Entwicklungsstands Kinder sehr unterschiedlich reagieren. Die eine Sache ist, wann können wir überhaupt von einem Konflikt sprechen? Ich streife da jetzt nur auch aufgrund der Zeit nur ganz kurz die Dinge. Wie gesagt, in den anderen Foren wurde es ja auch schon mal deutlich gemacht. Das heißt, das Kind muss erstmal ein Konzept von seiner eigenen Person haben, um überhaupt wahrzunehmen, ob ein anderes Kind in seine Sphäre sozusagen eingreift oder ob es überhaupt da etwas zu regeln oder zu lösen gibt. Dieses Konzept kriegen die Kinder so zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr ungefähr, also zwischen ersten und zweiten Geburtstag. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, um Konflikt überhaupt als Konflikt auch wahrzunehmen. Sie müssen Handlungen als absichtsvoll begreifen. Also Kindern zum Beispiel bewerten am Anfang Tätigkeiten eher nach der Stärke des Effektes als nach der Absicht. Und das sieht man ja hier gerade auch bei der Situation einmal mit der Kette und einmal mit der Röhre, dass das Kind erstmal es weniger von der Absicht her als mehr von dem, was ihm selbst wichtiger war, zu verstehen die Situation. Was für Kinder ganz wichtig ist, sie müssen natürlich ein Emotionswissen haben und Emotionen steuern können, was Kinder auch bis 3 Jahre erst langsam erlernen, aber so zwischen zweiten und dritten Geburtstag sogar dann auch Emotionen einsetzen können. Und hier nochmal die instrumentelle Aggression. Also Kinder gerade unter 3 Jahren, zum Beispiel beißen, schlagen, kratzen, so etwas, ist häufig nicht initiiert dadurch, dass sie einem anderen Kind schaden oder schädigen wollen, sondern um einen inneren Emotionsausgleich sozusagen herzustellen oder wie das vorhin in dem einen Chat als Beispiel war, jetzt nur eine Vermutung, um zum Beispiel Reaktionen bei anderen entsprechend zu testen. Eine Perspektivenübernahme im Denken kommt erst dann so langsam im dritten Lebensjahr, also vor dem dritten Geburtstag. Das heißt, zu verstehen, dass wenn das andere Kind weint, es ihm etwas wehtut, fällt jüngeren Kindern, das können die im Prinzip gar nicht. Sie können zwar vergleichen, okay, weint, ich weine auch. Sie können sich aber noch nicht in das andere Kind hineinversetzen. Das kommt erst später. Ich gehe ein bisschen schneller durch, weil es hat doch jetzt ein bisschen länger alles gedauert. Deswegen, und ich möchte gerne auf diese Reaktionsebene noch kommen. Vielleicht einen letzten Punkt nochmal, das Autoritäts- und Normbewusstsein. Sie haben ja gesehen, wie dieses eine Kind, wie die Fachkraft dann gesagt hat, gibst du ihm die Röhre wieder, sich hingestellt hat, die Hände zusammengetan hat, sehr beschämt geguckt hat. Das heißt, hier ist noch kein Regelbewusstsein, aber ein Autoritäts- und Normbewusstsein. Auch das ist bei Konflikten sehr wichtig zu beachten.
Was für Handlungsstrategien sind jetzt sinnvoll? Präventiv, das heißt, nicht um Konflikte zu vermeiden. Das meine ich mit präventiv nicht, sondern um präventiv, um Konflikte, um Kinder in Konfliktsituationen Strategien und Möglichkeiten zu geben, miteinander zusammenzukommen. Ganz wichtig, systematisch, strukturiert beobachten. Wann finden Konflikte statt? Wieso finden Konflikte statt? Was sind sozusagen die Hintergründe bei den Kindern? Tagesstrukturen reflektieren. Da meine ich jetzt tatsächlich durchaus auch, um bestimmte Dinge zu vermeiden, die gefährdend sind. Also zum Beispiel, wann beißt ein bestimmtes Kind? Ich habe in vielen Praxisbeispielen mit Teams daran gearbeitet, gerade auch mit jüngeren Kindern, wenn es darum ging, da gibt es ein Kind, das beißt vollkommen ohne Grund. Zu gucken, wann beißt es. Das sind ganz interessant, ganz, ganz ähnlichen Zeiten beißen die Kinder dann, und zwar wenn es zum Beispiel besonders laut, besonders stressig ist. Also hier nochmal Tagesstrukturen reflektieren, auch Raum- und Materialkonzept. Also wie gut sind die Bereiche verteilt? Welche Bereiche sind nebeneinander? Stören die sich gegenseitig? Von welchem Material gibt es viel wenig? Welches Material wird aktuell sehr stark benutzt? Das sind wichtige Dinge. Oh, das ist genau, mit Gefühlen arbeiten, Gefühle visualisieren, zum Beispiel mit Gefühlsuhren, mit Gefühlsbildern. Immer wieder über Gefühle mit Kindern reden und entsprechend auch dann Regeln zu erarbeiten. Und weil Regeln was sehr Abstraktes sind, immer wieder sie auch visualisieren. Das heißt nicht, dass man seine Wände zupflastert mit irgendwelchen Regeln, obwohl Kinder das übrigens machen würden, auch aus Erfahrung, wenn man mit ihnen daran arbeitet, aber es geht eher mit darum, immer wieder Dinge, die für die Kinder wichtig im Alltag sind, auch begreifbar und sichtbar zu machen. Natürlich gibt es Programme auch zur Entwicklung sozialer Kompetenz, zum Beispiel Emil Faustlos, Giraffentraum, das ist die gewaltfreie Kommunikation. Es ist gerade so ein Forschungsprojekt vom ZFKJ an der Evangelischen Hochschule Freiburg, so traut euch da. Also auch hier, wenn sie in den Alltag eingebunden werden. Das heißt, dass es nicht nur als Programm existiert, sondern dass dann in den Situationen auf die Programme dann Bezug genommen wird. Und nicht nur sozusagen diese Programme parallel zum eigentlichen Alltag in angeboten ist. Und für zumindest ältere Kinder, so ab 4 aufwärts, auch Methoden der Streitschlichtung. Da komme ich aber gleich auch nochmal hin. In akuten Konfliktsituationen, je nach Intensität, ganz wichtig, respektvoll, aber entschlossen dazwischen gehen. Kinder auch trennen, nicht indem wir sie auseinanderreißen, eher den Körper dazwischen stellen. Auch verbal, nicht schreiend, sondern ruhig, aber bestimmt reagieren. Versuchen, beruhigend auf die Beteiligten einzugehen und dann, wenn es möglich ist, die Beweggründe zu klären. Wenn die Emotionen so stark sind, ist es durchaus sinnvoll, erstmal denken Sie auch auf Ihre eigene Reaktion, die Sie vorhin am Anfang aufgeschrieben haben. Es hilft uns auch manchmal, wenn wir erstmal eine gewisse Zeit haben, bis das Ganze sich beruhigt. Also da nicht unbedingt sofort von Kindern erwarten, dass sie sich gleich beruhigen, dass sie gleich letztendlich ihre Position deutlich machen können. Wichtig, Grundbedürfnisse anerkennen, gerade auch zum Beispiel bei beißenden Kindern, aber auch bei Kindern, die auch älteren Kindern, die anderen gegenüber übergriffig werden. Was sind für Grundbedürfnisse da? Klare Grenzen setzen gegebenenfalls, wenn die Regeln sozusagen an sich nicht reichen. Und eben, wie ich das gesagt habe, nichts von Kindern verlangen, was in der Situation nicht leistbar ist. Also wenn ein Kind in einer sehr starken emotionalen Situation ist, nicht darauf bestehen, dass es sich jetzt entschuldigt, sondern dann lieber später nochmal die Situation auch aufgreifen und aber unter Umständen auch berücksichtigen, wenn beide Kinder oder beide die beteiligten Kinder nach einer Zeit sagen, okay, es ist alles wieder in Ordnung.
Unter Umständen eben neutrale Umgebung suchen, eventuell auch andere Kinder einbeziehen, das ist häufig sehr hilfreich. Oder wenn man sich selbst mit der Situation überfordert fühlt, weil man gerade genau in seine Knöpfe, an seinen Knöpfen gepackt ist, lieber eine andere Person mit hineingehen lassen. Es gibt solche Streitschlichtungsmöglichkeiten auch für Kinder. Das heißt, eben an so einen ruhigen Ort gehen und dann erstmal, das sind so Methoden der Mediation, die Kinder nacheinander die Konflikte beschreiben lassen, ihnen letztendlich dann auch nochmal sie immer ihre Gefühle und Bedürfnisse, deswegen präventiv, wenn sie schon so Gefühlsuhren kennen, können sie besser damit arbeiten. Letztendlich dann auch Vorschläge suchen lassen, natürlich Entwicklungsstand entsprechend. Das ist bei den jungen Kindern verbal jetzt weniger möglich und dann Vereinbarungen treffen. Ich würde gern eine Sache noch, es ist dann zwar nicht mehr viel Zeit zum Austausch, aber die ist mir nochmal sehr wichtig, weil ich finde, wir können da sehr viel draus lernen. Also aus der Konfliktforschung, Stiftung Friedenskonfliktforschung aus Schweden, die haben so 8 Prinzipien der Konfliktforschung. Ich habe die mal auf die Ebene der Kinder umgesetzt. Ganz entscheidend wichtig, unterscheiden Sie immer zwischen dem Handeln der Kinder und seiner Persönlichkeit. Ein beißendes Kind ist weder böse noch schlecht noch sonst etwas. Das, was es tut, ist in dem Moment nicht adäquat, weil es anderen wehtut. Aber das Kind an sich ist vollkommen in Ordnung. Ganz wichtig, unterscheiden. Dann unterscheiden, auch immer nach den Bedürfnissen fragen. Nicht nach Schuld und Unschuld, nicht nach Täter und Opfer. Gerade bei Kindern gibt es eigentlich selten Täter und Opfer. Also scheinbare Täter haben vielleicht vorher etwas erfahren in der Situation oder aber gar nicht mit in der Situation mit dem Kind, dass sie sozusagen zu der Reaktion veranlasst. Täter und Opfer setzt ein Moralverständnis voraus, was bei Kindern erst so zwischen 4 und 5 überhaupt anfängt. Auch Schuld und Unschuld ist, wenn wir es systemisch denken, eigentlich kein hilfreicher Ansatz und auch Abfolge von Handlungen. Wir werden nie den ersten Moment sozusagen hinbekommen, weil unter Umständen in dem Kind schon vorher irgendetwas war, das gerade ein anderes gestört hat, was wir gar nicht ergründen können und auch das Kind nicht ergründen können. Deswegen immer auch schauen, wir sehen nur Ausschnitte. Wie oft habe ich sogar im Film Situationen, wo Fachkräfte, wo Erwachsene auf beobachtete Handlungen von Kindern reagieren und gar nicht mitbekommen haben, was davor stattgefunden haben. Und die Kinder können es aber auch nicht erklären. Deswegen auch da immer gucken, immer zu differenzieren. Und letztendlich, wenn dann Grenzen gesetzt werden müssen, wenn sanktioniert werden muss, immer im Zusammenhang mit der Situation selbst. Niemals Kinder isolieren, niemals Dinge tun, die für das Kind mit der Situation selbst nicht in Zusammenhang gebracht werden kann. Die Kinder, soweit das im Entwicklungsstand möglich ist, eigene Lösungen finden lassen oder bei jüngeren Kindern durchaus auch gucken, ob sie dann, wie hier in dem Beispiel, eigene Lösungen finden und die natürlich dann auch entsprechend in Einklang mit den Regeln des Kindergartens sind. Wichtig ist immer, dass wir unser eigenes Konfliktverhalten reflektieren, dass wir bei dem, wie wir eingreifen, immer auch ein Stück im Hintergrund haben, warum mich selbst jetzt eine bestimmte Situation besonders erregt oder in besonderem Maße ich die bewerte. Und deswegen nutzen wir nur unsere Macht dafür, die wir haben über Kinder, dafür ihnen zu helfen, nicht sie zu bestrafen. Keine, wie gesagt, Isolation, keine Kinder allein lassen in solchen Situationen, weil das letztendlich dazu führt, dass Kinder in ihrem Konfliktverhalten später genau zu solchen Strategien greifen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und zumindest ein kleines bisschen haben wir jetzt auch noch Zeit, uns miteinander auszutauschen. Dann Ihnen, Herr Schäfer, vielen lieben Dank für den Input und die vielen Informationen. Ich würde gleich mit einer Frage aus dem Chat
anfangen und, weil es so, Sie hatten von Beziehungskonflikten gesprochen und da auch schon das Beispiel gebracht, wenn, und ich glaube, das kennt jede Person, die schon mit Kindern zu tun hatten, den Spruch, wenn du das nicht machst, bist du nicht mehr meine Freundin Genau. oder ähnliches. Was ist denn Ihr Tipp? Wie kann man denn da dann gut drauf reagieren als pädagogische Fachkraft? Erstmal auch, indem ich beobachte, wie die Kinder es selbst lösen. Gerade bei diesem Punkt ist es ganz, ganz stark, dass dann eventuell andere Möglichkeiten, Lösungen gesucht werden. Halbe Stunde später wiederkommt, ach, bist du meine Freundin, weil jetzt braucht es das Kind gerade. Das heißt, erstmal wirklich abwarten. Wenn es natürlich dann in eine Richtung geht, wo das Kind das andere Kind ablehnt in der Person, also nicht nur in dem, wenn du das machst, bist du nicht mehr meine Freundin, sondern wirklich, du bist blöd und so weiter, dann natürlich dazwischen gehen. Und das sind ja Kinder, die da sind meistens 4,5 Jahre älter und dann sehr wohl eben über die Perspektiven, die Gefühle sprechen, weil die schon empathiefähig sind und in der Lage sind, sich in die anderen hineinzuversetzen. Aber das würde ich nicht gleich machen, wenn die schon in der Diskussion sind, machst du das oder machst du es nicht, sondern wenn erst, wenn es tatsächlich darum geht, dass eine Person in seiner Persönlichkeit letztendlich angegriffen wird. Dann vielen Dank für die Antwort. Eine weitere Frage im Chat war, wie man denn auch reagieren kann, wenn man das Gefühl hat, man probiert den Konflikt mit den Kindern zu lösen, aber man hat so das Gefühl, bei dem einen Kind wird das, was man gesagt wird, irgendwie, das nimmt es nicht an oder es wird nicht richtig verarbeitet. Wie könnte man das denn noch unterstützen, wenn man so das Gefühl hat, wie gesagt, das Kind ist vielleicht auch gerade gar nicht in der Situation aufnahmefähig? Oder ja, haben Sie da irgendwie noch Tipps? Es ist natürlich schwer jetzt zu sagen, weil je nachdem, wie alt das Kind ist, in welcher Situation es ist, ist es sehr unterschiedlich anzunehmen. Wir müssen immer davon ausgehen, dass, wie gesagt, das Konfliktverhalten der Kinder sehr, sehr stark geprägt ist durch ihre soziale Umwelt und durch natürlich den, in dem Moment den Emotionshaushalt. Wenn es am Emotionshaushalt liegt tatsächlich, dann zu gucken, erstmal das Kind aus der Situation rausbegleiten. Nicht rausnehmen, rausbegleiten. Zu schauen, komm ich mit dem Kind wieder in eine andere emotionale Situation. Also auch nicht dann mit zu viel Worten arbeiten, weil das überfordert selbst 4-, 5-jährige Kinder noch, wenn wir dann anfangen, ihm ganz viel zu sagen, was es tun könnte oder sollte, sondern viele Kinder auch erstmal in Ruhe lassen oder Kinder, die eher sehr aufgebracht und aggressiv sind, wie gesagt, von anderen Kindern trennen und uns selbst als Konfrontationspunkt nehmen. Das muss man manchmal aushalten. Ich kenne es aus eigener Erleben auch heraus, aber sich dann sozusagen als Gegenüber präsentieren und ein bisschen so als Boxball auch zu präsentieren. Die andere Ebene ist natürlich dieses Kopieren des Konfliktverhaltens der sozialen Umgebung, die wir nicht von einem Konflikt zum anderen rausbekommen, weil die Kinder ja da schon eine Geschichte haben. Und da ist es immer wieder hilfreich und wichtig, einmal mit dem eigenen Vorbild zu arbeiten, also zu gucken, was gebe ich dem Kind für ein Vorbild, immer wieder auch je nach Alter des Kindes in die Gespräche zu gehen, auch das in die Gruppe hineinzugeben. Also nicht nur allein mit dem Kind, sondern immer wieder auch so etwas zu thematisieren, nicht auf der Täter-Opfer-Ebene, sondern auf der Ebene des sozialen Miteinanders. Genau, das soziale Miteinander wäre gerade auch so die Brücke zur nächsten Frage. Eine Teilnehmerin hat geschrieben, dass gerade unter ihren der Gruppe der Schulanfänger, also der Kinder, die im letzten Kindergartenjahr sind, das Thema Neid gerade ganz arg groß ist. Wie kann man denn da als pädagogische Fachkraft gut vorgehen? Das sind ja jetzt auch schon ältere Kinder, die vieles verstehen. Haben Sie da irgendwie noch Tipps, wie man da, wie gesagt, gut in den Umgang gehen kann? Mir fällt da direkt etwas ein, was ich auch so erlebt habe, was gar nicht unter den Kindern waren, aber das zeigt, wie Kinder da noch arbeiten. Und zwar hat ein 5,5-jähriges Kind zu einer Erzieherin gesagt, du darfst mir gar nichts sagen, weil du hast nicht so viel Geld wie meine Eltern. Da steht man erstmal da und guckt. Oh. Zeigt aber auch,
dass in diesem Alter genau mit solchen Dingen wie Neid, wie materielle Dinge, aber auch Stärke oder sonst was experimentiert wird. Das ist noch nicht auf dieser Ebene des wirklich den anderen schaden wollen, sondern mehr auf tatsächlich diese Ebene der Rollenfindung, wer mit wem, gerade Thema Freundschaft. Kommt dann, ja, nein, das ist meine Freundin, nein, die will ich aber haben. Ne, guck doch mal, die hat doch gar nichts und so weiter. Also solche Dinge mit rein. Und auch da würde ich empfehlen, in den Situationen selbst, wenn die Kinder untereinander sind, erstmal beobachten, nicht unbedingt eingreifen, weil häufig regeln das die Kinder, aber dann dieses Thema natürlich in den allgemeinen Gesprächssituationen mit den Kindern oder auch in der Gruppengespräch immer wieder mit hineinzubringen, und zwar nicht moralisierend, sondern eher die Kinder zu fragen, was verstehen sie denn darunter? Ja, also nicht hingehen und sagen, ah, nein, das ist doch gar nicht so, und also brauchst doch nicht neidisch zu sein, sondern eher zu verstehen, was ist dir denn wichtig? Was ist denn für dich wichtig zu haben, um? Also mehr zu versuchen, die Kinder eine Erklärung zu finden für ihre Reaktion, und dann können wir gut mit ihnen ins Gespräch kommen. Genau, ich glaube, das ist was ganz arg Wichtiges, dann wirklich ins Gespräch mit den Kindern kommen, hierfür Material nutzen wie Bilderbücher oder ähnliches. Und da haben sie unter anderem auch die Gefühlsuhr benannt. Und da kam noch die Frage, weil die noch nicht bekannt war, wo kann man die, also wie wird die eingesetzt, wo kann man die erwerben, was ist da sozusagen die Quelle dazu? Die Quelle ist sozusagen die Praxis von vielen Pädagogen, die kann man weder erwerben, die kann man einfach machen. Ich bin Frenet-Pädagoge, und das Wesen der Frenet-Pädagogik ist, wir erarbeiten unsere Materialien aus der Praxis. Unsere Gefühlsuhr kann so entstehen, dass man mit den Kindern daran arbeitet, verschiedene Gefühle darzustellen, die dann zu fotografieren, wie zum Beispiel Trauer, Wut, Freude, das zu fotografieren, auszuschneiden und dann auf einen also runden Karton mit einer Uhr dran, und dann können zum Beispiel die Kinder, also ich würde sie, wir haben sie immer individualisiert, nicht eine Gefühlsuhr für alle, sondern individualisiert, und dann können sie zum Beispiel, wenn sie kommen morgens, können sie, wie bin ich drauf? Und dann wird in einem Magenkreis vielleicht 1 Stunde, 1,5 später guckt, bin ich immer noch so drauf, muss ich meine Gefühlsuhr umstellen. So kann man die, oder auch man in Konflikt, hol mal deine Gefühlsuhr, wie geht's dir gerade? Oder also wenn es schon am Besprechen ist und so. Also das sind Dinge, wo die Kinder begreifen können. Nicht nur drüber reden, weil reden ist immer abstrakt, sondern tun können, um selbst in einen Haushalt zu gehen. Also man kann sie nicht erwerben, man kann sie nur selbst machen. Es macht aber unheimlich Spaß. Ich kann es nur allen empfehlen, mit den Kindern zusammen so etwas zu machen. Die haben auch ihre eigenen Ideen, wie sie das gestalten wollen. Und die ist im Alltag da, und die kann dann im Alltag benutzt werden. Dann Ihnen vielen lieben Dank jetzt auch noch für den letzten Hinweis. Und ich kann mir das super gut vorstellen, dass das wirklich viel Spaß macht, da mit den Kindern das zu gestalten, da dann auch währenddessen schon in Gespräche zu kommen und so das Thema Gefühle, Konflikte und alles, was dazugehört, eben nochmal aufzugreifen. Genau, wir haben es schon kurz nach 5, von dem her würde ich das Fachgespräch hier beenden. Ihnen aber nochmal vielen lieben Dank für, wie gesagt, die vielen Impulse, die Sie gegeben haben, jetzt auch nochmal das Erzählen von der Gefühlsuhr. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Wochen, jetzt vor allem, wenn es auch ruhiger wird durch die Sommerferien, da dann vielleicht wirklich die eine oder andere Gefühlsuhr noch in den baden-württembergischen Kitas jetzt entsteht. Von dem her vielen Dank. Ja, das fände ich auch schön. Vielen Dank.